Hallo und herzlich willkommen beim Hausgeräteprofi. Soll man die Spülmaschine direkt öffnen, wenn sie fertig ist? Wenn ja, ganz oder nur einen Spalt? Das schauen wir jetzt mal. Wenn die Spülmaschine fertig ist, sind viele dazu geneigt, die Spülmaschine zu öffnen, damit das Geschirr schneller trocknet. Hier gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Wenn das Gerät fertig ist und du die Tür komplett aufstehen lässt, besteht Verbrennungsgefahr, gerade für Kinder, die sich im Raum aufhalten und das heiße Geschirr anfassen. Deswegen ist das zum einen schon mal nicht zu empfehlen. Könnte es sein, dass durch den heißen Dampf die Holzmöbel aufquellen? Denn wenn du die Spülmaschine öffnest, sobald sie fertig ist, kann der heiße Wasserdampf die Arbeitsplatte berühren. Und wenn du auch nur ein Stück die Spülmaschine offen stehen lässt, kann dies auch die Oberschränke betreffen. Zwar hat jede Spülmaschine ein sogenanntes Phrasenblech oder einen Schutz für die Arbeitsplatte mit dabei, doch wenn du das ständig machst, die Spülmaschine zu öffnen, kann selbst auch das Phrasenblech die Arbeitsplatte nicht mehr schützen. Einige Spülmaschinen haben eine automatische Öffnung der Tür. Das ist auch so gedacht und vorgesehen, dass vorher der Wasserdampf reduziert wird und abgekühlt wird und somit nicht mehr so heißer und feuchter Wasserdampf entweichen kann. Bei manchen Geräten wird nämlich dort in der Wassertasche kaltes Wasser eingeleitet und somit kann der heiße Dampf an der kalten Seite kondensieren und tritt nicht mehr aus. Und unbedingt etwas aus dem Gerät hinausnehmen möchtest, öffne am besten komplett die Tür, nimm das raus, was du brauchst und danach schließe die Tür, damit das Geschirr einfach abkühlen kann. Beachte hier immer die Hinweise des Herstellers. Es ist ungefähr nach ca. 20 Minuten aber so kühl im Innenraum, dass du die Tür ganz einfach öffnen kannst.